Ich glaube, mittlerweile gibt es ja schon so eine gewisse Staubsauger-Zyklonabscheider-Trendgeschichte in der Heimwerkerbranche hier auf YouTube. Es gibt schon super, super viele Erklärvideos, die auch gut zeigen, wie man sich einen Staubsauger mit Zyklonabscheider selbst bauen kann. Bevor ich damit anfange, aber eine Kleinigkeit. Ich habe mir einen Staubsauger gekauft zum allerersten Mal und ich habe jetzt mal rausgefunden, warum jeder so dieses Thema geil findet, weil das ist einfach cool. Lass es mich dir kurz zeigen. Das hier ist mein Staubsauger. Das ist er geworden. Und ich muss echt sagen, das ist schon richtig cool, wenn man den Staub wegsaugen kann und nicht alles mit dem Kehrblech und einem Besen wegmachen muss. Es ist kein Scherz, es ist wirklich mein erster Staubsauger und ich habe bis dato immer alles gekehrt. Oder mit dem großen Laubgebläse den ganzen Staub rausgeblasen. Ist vielleicht nicht die beste Möglichkeit. Mir ist aber auch genau dann schnell aufgefallen, warum dieses Thema so interessant ist und warum sich so viele Leute das anschauen. Viele, viele haben sowas in der Werkstatt und viele haben das gleiche Problem, dass innen drin der Filter super, super schnell voll ist bzw. dicht ist und der Staub dann nicht mehr angesaugt werden kann, ergo das Teil nicht mehr so gut funktioniert. Und deswegen gibt es ja schon ganz, ganz viele Leute, die schon sehr gute Videos gemacht haben, wie man dieses Problem umgeht. Ist hier nichts anderes. Seht ihr, der Filter ist voll. Somit kann man damit nicht mehr wirklich gut etwas absaugen. Ganz, ganz viele holen sich dann aus dem Grund einfach einen alten Staubsauger, droppen hier diese Turbine einfach raus, packen das irgendwie in ein hölzernes Gehäuse rein, machen einen Luftfilter davor, den Zyklonabscheider davor und dann hat man quasi einen Staubsauger. Manche gehen dann noch ein Stück weiter und bauen sich eine Einschaltautomatik komplett selbst. Hut ab, finde ich wirklich, wirklich cool. Ich selbst würde es aber nicht machen, weil ich kein Elektriker bin und weil ich einfach zu paranoid bin, was das angeht, dass ich die Werkstatt verlasse, ich was nicht richtig angeklemmt habe und das Ding ein Jahr später irgendwie anfängt zu kokeln. Davor habe ich viel zu viel Angst, deswegen habt ihr das auch noch nie auf meinem Kanal gesehen. Ich hoffe, dass dieses Video ganz, ganz viele Leute erreicht, denn das hier vereinfacht diese Thematik so unfassbar stark. Wir erinnern uns, wir haben hier den Staubsauger. Und was haben wir dann hier? Hier haben wir uns schon ganz, ganz viel Arbeit erspart. Wir haben den Filter. Hier wird die Luft auch angesaugt. Hier ist der Staubsaugermotor drin. Wir haben einen ganz normalen Einschalter. Und wir haben eine Einschaltautomatik hier vorne drin. Und das Ganze für 60 Euro. Oder 70 Euro, glaube ich. Das bedeutet, dass wir uns jetzt einen Staubsauger mit Einschaltautomatik ohne unnötige Verrohrung, ohne Verkabelung, ohne selbstgebaute Elektrik, wenn man kein Elektriker ist, dass wir uns das alles ersparen und das bauen wir heute. Bleib unbedingt am Video dran, denn ich werde noch eine Kleinigkeit an diesem kompletten Projekt verbessern. Das ist mir immer auf die Nerven gegangen an diesen Staubsaugern dazu und ich werde am Schluss vom Video noch was schenken. Ich will mich nicht anhören wie so Finanzguru. Das bekommst du geschenkt, ohne dich in so eine verdammte Mailingliste einzutragen, ohne irgendwas zu liken, zu kommentieren. Ich sag dir nur, wie du es am Schluss bekommst. Wisst ihr, ich bin richtig gehypt von diesem Projekt. Ich würde fast sogar sagen, ich habe mehr Bock gerade auf dieses Projekt als auf dieses Sägewerk, was jetzt am Samstag übrigens ausprobiert wird. Ich will jetzt nicht mehr weiter reden, bleib unbedingt am Video dran, jetzt geht's los. Ich habe so Bock auf das Projekt.
einiges ist passiert. Du fragst dich jetzt vielleicht, okay, der hat wieder schon alles reingeschraubt, aber das sieht noch nicht nach Absaugung aus. Ich werde ja kurz sagen, warum ich das so gemacht habe. Hier müssen ja später noch Löcher reingemacht werden und das ist nämlich auch schon das Schöne. Wir haben keine Verrohrung vom Zyklonabscheider zu unserem Staubsauger. Das Ding ist quasi direkt unterm Staubsauger. Deswegen muss man aber auch vorher schauen, dass alles schön genau ist, damit das dann auch später in allem direkt eingebaut werden kann. Denn den bekommt man später auch dann nicht mehr so raus. Ich hatte halt jetzt die Möglichkeit, durch die große Drechselbank hier oben so eine Lippe herzustellen, wo dieser Staubsauger hier ganz, ganz genau drauf passt. Das ist auch wirklich sehr, sehr stramm und ich will es jetzt nicht draufpacken, weil sonst ist es zu schwierig, das wieder rauszubekommen. Wenn du keine Möglichkeit hast, sowas herzustellen, dann würde ich dir empfehlen, das Ding einfach mit ein bisschen Silikon festzukleben. Ich mache es halt so, dass ich es nochmal abnehmen kann und zwar nur den Staubsauger mitnehmen kann. Aber sind wir mal ehrlich, im Endeffekt wird das Ding wahrscheinlich eh für den Rest seiner Lebenszeit hier drauf bleiben. Bis dato war es auch nicht so wirklich wild, das hätte man noch alles mit einer Tauchkreissäge bauen können. Ich habe ja eben hier schon diese Kante markiert. Hier wollte ich mich einfach so ein bisschen fordern, mal so ein bisschen. Und aus dem Grund werden wir das gleich rausschneiden an der Tischkreissäge, damit hier eine Platte dann später komplett im Plan drauf liegen wird. Da gibt es einen kleinen Trick, den es zu beachten gibt, wenn wir diesen Schnitt an der Tischkreissäge machen. Hier dieses Stück wollen wir hier rausschneiden. Jetzt konnte ich hier schon mal einen schön geraden Schnitt an der Tischkreissäge machen. Aber die andere Seite kann ich jetzt nicht schneiden, weil wir halt hier keinen Anschlag mehr haben. Aus dem Grund habe ich mal einfach ein Stück Holz zurechtgeschnitten, was die Sägeblattstärke quasi widerspiegelt. Und das können wir jetzt hier einfach draufkleben, beziehungsweise dazwischenkleben. Und können dann wieder das Holz an unseren Anschlag drücken. Ihr habt euch bestimmt gefragt, ja, das muss doch irgendwie noch abgedichtet werden und das kommt jetzt. Ich habe extra, wie gesagt, einmal alles erst festgeschraubt und jetzt kann ich die ganzen Fugen, auf die es ankommt, auch noch einmal abdichten. Hier seht ihr auch schon den Eingang, hier werden wir später quasi den Staub reinsaugen können. Innen drin müssen wir noch ein bisschen was machen, dass der Staub auch direkt in den Zyklonabscheider reingeht, aber das erst später. Durch diese Bauart haben wir halt jetzt auch keine Rohre zwischen Turbine und unserem Zyklon und das bedeutet, dass wir jetzt hier direkt alles mit Silikon abdichten können und da werden wir auch nicht zu wenig reinpacken. Wenn dir das Projekt bis jetzt gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo von dir sehr freuen. Da ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen größer, dass YouTube dir mein nächstes Video auch wieder vorschlägt. Der Korpus ist jetzt schon mal fertig, aber wir sehen hier so ein paar Probleme. Und zwar sind hier ein paar Teile, die überstehen. Das ist kein Problem, die können wir bündig fräsen. Aber an ein paar Stellen fehlt auch so ein bisschen Holz, weil das Gestell nicht perfekt rechtwinklig war. Und genau aus dem Grund habe ich mir jetzt hier mal so ein bisschen Autospachtel gekauft, denn in der Theorie sollte man damit dann die Kanten, die nicht so gut geworden sind, ausbessern können. Der Gerät ist ja schon gar nicht mal so klein hier, diese Absauganlage. Dazu werde ich ein bisschen später was sagen, denn ihr habt halt einen entscheidenden Vorteil bei dieser Größe hier. Aber was das ist, werde ich dir später, wenn wir ein bisschen weiter sind im Projekt, werde ich das kurz erklären. Wenn man sich das mal anschaut, hier waren Schrauben, hier waren ganz, ganz viele Schrauben, hier war ein großer Fehler. Wenn der jetzt später Farbe drauf ist, werde ich nie mehr wissen, wo dieser Fehler an welcher Kante war. Und selbst wenn ihr das mit Klarlack behandeln wollen würdet, wenn ihr die Optik hier erhalten möchtet, dann ist das auch kein Problem, denn wenn ihr das Ganze tief genug gesenkt habt und die Schrauben schön mit Spachtel zumachen könnt, dann wird man das gar nicht mehr gut erkennen, weil dieser Spachtel hat ja jetzt auch den gleichen Farbton wie das Holz.
Ui. Ich bin deswegen so baff, weil ich das Teil das letzte Mal mit Wandfarbe ausprobiert habe, um die Werkstatt zu sprühen. Und das hat nicht gut funktioniert, aber Lack funktioniert richtig gut. Die erste Deckschicht von unserem Grün ist schon mal ganz schön geworden und als nächstes werden wir mal mit der Kiste hier unten anfangen. Zwei Sachen im Vorfeld. Ich werde jetzt anfangen, hier unten eine Kiste zu bauen. Die wird nicht so groß sein wie dieser Ausschnitt hier unten. Das liegt aber auch einfach nur daran, dass ich nicht mehr genug Holz hier habe. Und auch werde ich euch später sagen, was es mit dieser Öffnung hier auf sich hat. Sehr, sehr wichtig, kleines Detail, werde ich dir später sagen, wofür die ist, wenn wir fertig sind. Ich will jetzt gar nicht so viel plappern, denn ich muss euch, glaube ich, gleich noch was erklären, was es hier mit dem Schlauch auf sich hat. Wir werden jetzt einmal den Härtetest machen, und zwar werden wir die Staubkiste von meinem Langbandschleifer absaugen. Das ist das feine Material, was ich meine. Das ist das Zeug, was euren Filter normalerweise direkt voll machen würde. Und das hier ist Schleifmehl von meinem Langbandschleifer. Ist immer relativ viel. Da werden wir jetzt mal eine gute Portion absaugen. Was mir beim Saugen an sich schon mal aufgefallen ist, dass wenn ich etwas eingesaugt habe und man gemerkt hat, dass das Material im Schlauch ist und man dann kurz aufgehört hat zu saugen, dass die volle Leistung wieder da war. Haha, ist das geil. Hier ist jetzt schon mal relativ viel Material drin. Also das ganze feine Zeug, also auf jeden Fall mal ein Großteil von dem feinen Zeug ist hier unten drin. Und jetzt schauen wir noch einmal oben in den Filter. Hier seht ihr, was durchgekommen ist. Ist nicht viel. Wie gesagt, man muss sich immer vor Augen halten, das war richtig viel feines Schleifstaub. Und dafür ist das hier wirklich vollkommen okay. Wir müssen uns mal vorstellen, wie so ein Zyklonabscheider funktioniert. Zuallererst mal durch Geschwindigkeit, Luftgeschwindigkeit. Wenn die runtergeht, wird auch die Effizienz von diesem Zyklonabscheider gemindert. Das heißt, der ist nicht mehr so effektiv. Und das hatten wir halt in dem Fall quasi schon herausgefordert. Wir haben ganz viel Staub angesaugt, was halt die Geschwindigkeit ein bisschen runtergebracht hat, weil das immer auf einen kurzen Moment ganz, ganz viel Material war. Und das ist ja in der Regel nicht der Fall in der Werkstatt. Normal saugen wir eine Maschine ab, normal saugen wir den Boden ab und da ist es nicht so viel feines Material. Wie gesagt, das hier wäre wirklich Pulver. Schleif mal was mit 100 Korn, 100er Korn. Das Material haben wir gerade einmalweise unten aus dieser Kiste rausgesaugt. Aus dem Grund kann ich für mich behaupten, dass ich sehr zufrieden mit diesem Ergebnis bin. Ich habe euch ja eben im Video gesagt, dass ich euch noch verraten werde, wofür hier diese große Öffnung ist. Die hat eigentlich zwei Gründe. Grund Nummer eins, das ist so ein Wartungsschacht, damit ich den Schlauch anklemmen kann. Und Grund Nummer zwei ist der wahrscheinlich, an den niemand beim Bau denkt, sondern erst, wenn man fertig ist. Ich zeige es dir kurz.
Genau dafür. Diese Klappe hier, diese Öffnung hier, ist für Zubehörteile. Wo macht man die denn sonst hin? Normalerweise müsste man sich jetzt hier irgendwie einen Halter bauen, wo man die draufstecken könnte. Und dann bleibt man immer mit dem Kabel von der Tauchkreissäge oder von dem Extenderschleifer dran hängen. Oder wenn man das Ding durch die Werkstatt schiebt, bleibt man irgendwie dran hängen und die verliert man dann am Schluss. Und so haben wir jetzt einen Ort, wo wir sie hinlegen können. Und ich habe sie auch ganz bewusst so groß gemacht, weil dann kann man sie einfacher mal aussaugen und man hat direkt eine Übersicht, was wir alles für Adapter hier drin liegen haben. Ja, aber ich habe doch eben auch noch gesagt, das Teil ist ganz schön groß. Das stimmt schon, aber so groß ist es gar nicht. Das Teil ist eher hoch als groß. Was meinst du denn damit? Auch relativ simpel. Zum Beispiel hier dieser Langbandschleifer, der ist unfassbar breit. Der nimmt ganz viel Bodenplatz in Anspruch, weil er halt eben so lang und so breit ist. Bei dieser Tischkreissäge hier auch. Ob ich mir jetzt eine andere Tischkreissäge hole, da braucht ihr ebenfalls super, super viel Platz, damit ihr so einen Schwenkarm zum Beispiel benutzen könnt. Aber jetzt kommt der entscheidende Unterschied. Und das anhand dieser Tischbohrmaschine. Wenn ich mir jetzt eine viel, viel größere Tischbohrmaschine hole, wird die nicht viel mehr Bodenplatz in Anspruch nehmen. Die ist einfach höher. Das bedeutet, wir nehmen eigentlich den Platz weg, den wir sowieso nicht so wirklich benutzen können. Und zwar ist das der Platz in die Höhe. Klar, 5 Meter hoch sollte sie jetzt auch nicht sein. Aber die Bodenfläche, die ja oftmals das Entscheidende ist, die wird hier bei einer größeren Tischbohrmaschine nicht vermindert. Und wenn wir uns jetzt hier diesen eigentlichen Staubsauger anschauen, der ist gar nicht so viel größer als der gekaufte, als der eigentliche Staubsauger. Klar, der ist ein bisschen eckiger, klar, der ist jetzt einen halben Meter auf einen halben Meter groß, aber die entscheidende Größe, die oftmals nicht so entscheidend ist, ist die Höhe. Deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, das Ding in die Höhe zu bauen. Und sind wir mal ehrlich, es ist doch viel entspannter, so einen Teil wirklich mit einem aufrechten Kreuz durch die Werkstatt schieben zu können, auch wenn es mal ein bisschen kippelt, das Ding darüber rollen zu können, als immer auf dem Boden so einen kleinen Staubsauger rumzuschieben. Und jetzt die letzte Sache. Jetzt die letzte Sache, wo ich eben schon angesprochen habe, und zwar ist das der Schlauch. Wahrscheinlich würde ich den Staubsauger genauso immer in die Ecke stellen. Den Schlauch irgendwie schnell zusammentüdeln, oben drauf schmeißen und dann gut ist, ne? Aber ich habe das jetzt angefangen, das Projekt, und ich will es richtig machen. Und deswegen wird es noch ein zweites Video zu diesem Staubsauger geben, wo ich mir etwas einfallen lasse, damit ich das hier richtig, richtig clever löse. Thema Schlauch, holt euch auf jeden Fall einen besseren Schlauch. Da habt ihr auch direkt schon, jetzt in dem Fall den ich benutzt habe, ein paar Gummiadapter dabei, die auf alle Maschinen draufgepasst haben, die ich jetzt die letzten paar Wochen benutzt habe. Und außerdem verstopfen diese besseren Schläuche nicht so schnell. Das sagt irgendwie keiner. Ich habe es dir am Anfang vom Video versprochen, wenn du dieses Teil nachbauen möchtest, dann verlinke ich dir mal einen Bauplan in der Videobeschreibung. Den gebe ich dir for free. Wäre cool, wenn du das Video aus dem Grund liken würdest, dann können das ein paar mehr Leute sehen. Da findest du einfach so ein paar Schnittmaße, wie hoch dieser Kasten ist, wie breit der Kasten ist, wie groß die Abstufungen sind. Und wie gesagt, deswegen würde es mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, damit das einfach ein paar mehr Leute noch sehen und ich weiterhin vielleicht ein paar weitere kostenlose Baupläne raushauen kann. Oben findest du jetzt ein anderes Video, da zeige ich dir, wie ich mir einen richtig edlen Mülleimer baue. Da siehst du auch nochmal, was das Ganze kostet, inklusive kostenlosen Bauplan. Und im unteren Video findest du irgendwas anderes Tolles. Ich sage bis zum nächsten Video, ciao und bleib gesund.